was geht's heute? Heute geht's um was ganz Geiles. Ja. So ein Teil. Ba, ba, ba. Ich habe was Cooles für unser Studio gesucht. Und zwar für die Leinwand wollte ich ein kleines Gerät haben oder einen Rechner. Eigentlich wollte ich einen Unterhaltungssender haben für unser Wohnzimmer bzw. Studio, dass ich damit mehr Sachen machen kann als nur die HTC Vive übertragen. Und ich wollte Games zocken und ich wollte Retro-Spiele spielen und ich wollte neue Spiele spielen. Ich wollte Filme gucken, ein kleines Home-Entertainment-System in einem Fleck. Und was suche ich da? Rechner. Rechner brauchen viel Strom, viel zu viel Strom. Also habe ich mir dann gedacht, nee, ich brauche nicht noch so ein Wattschleuder, so eine Kiste. Das ist mir einfach zu viel Saft und ich will was Kleines, Kompaktes haben und nicht erst wieder rumschustern müssen. Also habe ich mich umgeschaut, was gibt's da? Alles ein bisschen zu teuer. Diese Nook-Geräte können cool sein, müssen aber nicht, sind sie meistens auch nicht. Also habe ich an einem ganz anderen Spektrum gesehen, dass es sowas gibt. Das hier ist ein Android TV Boxen. Ist ungefähr sowas ähnliches wie ein Amazon Fire TV Stick oder diese ganzen anderen Android-Emulationskisten. Dieser hier heißt M8S Pro L. Den habe ich mir rausgesucht. So ein No-Name-Teil heißt Android Media Player auf der Box. Ist nicht viel zu sehen. Wir haben einiges an Spezifikationen. Und zwar hat dieses Ding 8 Kerne, also wirklich ein echter 8-Kerner, 4 schnelle, 4 langsame, ist so ein MediaTek-Prozessor drin, 3 GB RAM, 32 GB Speicher on board und wir haben HDR-Support, genauso wie H265 HVEC. Da war ich dann erstmal so, Mann, klingt geil, hole ich mir. Alles angekommen, was ist in der Box drin? Ein Netzteil, außer ein Android Media TV Player steht nichts drauf. Eine Fernbedienung war dabei, die erschreckend ähnlich ist der Alexa-Fernbedienung des Amazon Fire. Hallo, Fokus, Amazon Fokus, Steuerung. Ist leicht, handlich, lässt sich gut damit bedienen und was haben wir sonst? Nichts. Ein User Manual. Das User Manual besteht aus, wow, steckt das Ding über HDMI an und dann wird es funktionieren. Wir haben einmal Ethernet, Strom und einen AV-Out für analoges Ausgeben. Wer braucht das noch? Und was Schönes an der Seite und zwar 2 USB-Ausgänge. Und einen SD-Karten ist. Also das Ding ist bestückbar, wie ihr wollt. Das Praktische sind die USB-Eingänge. Wieso? Ich habe mir natürlich das Ding genommen und habe mir gedacht, cool, wie kann ich das ein bisschen proven? Wie kann ich das benutzen, um seinen Livestream zum Beispiel mit einzubinden? Das Ding hat Android-TV laufen. Also eine Android-Version, die für solche TV-Geräte optimiert ist. Und da gibt es ja auch einen App-Store. Und hat den Aptoide-App-Store vorinstalliert. Also ziemlich viele legale Angebote. Ich will jetzt auf illegale Angebote überhaupt nicht eingehen, weil das China-Ding hat ja immer alles vormit installiert. Aber allein, dass das Ding TeamViewer beherrscht, NDI, also die NewTek-Schnittstelle zum Senden von Daten, ist schon mal sehr cool. Ich habe einen VNC-Client installiert und was noch viel geiler ist, Steam Link. Eigentlich wollte ich ein Video darüber machen, wie ich die Steam Link-Box erwischt. Und die haben wir günstig geschossen, so für 5 Euro, wie es im Sale war. Und dann wollte ich ein Vergleichsvideo machen, wie läuft denn das, wenn man Steam Link benutzt versus Fire Amazon TV Sticks zum Gamen und so weiter. Was kann man da für Apps installieren? Was solltet ihr euch holen? Das Video hat sich damit relativiert, weil eigentlich jeder Rechner und Fernseher mittlerweile Steam Link wiedergeben kann. Beta der App, aber funktioniert astrein. Zocken kein Problem. Na gut, eine kleine Delay habt ihr immer. FPS-Shooter werden jetzt natürlich nicht die kompetitivst spielbaren sein, die man sich so vorstellen kann, aber funktioniert echt gut. Und für Spiele, die jetzt nicht auf 100stel Millisekunden Reaktionszeit angewiesen sind, mache ich das ganz gern. Ich hoffe, ich habe die MAC-Adresse jetzt nicht ins Bild gehört. Er hat auch WLAN eingebaut. Das ist auch noch ziemlich praktisch. Jetzt kann man das natürlich reverse-engineeren und andere Betriebssysteme drauf installieren, aber mir hat es sehr gut gefallen. Die Apps bewegen sich snappy, das Betriebssystem reagiert flott. Das trotz 3 GB RAM. Es ist Android 7 installiert. Heiße Sache, hätte ich nicht gedacht. Wir haben das Teil von Gearbest gekauft. China Reseller, natürlich, aber funktioniert super. Was gibt's noch zu sagen? Natürlich könnt ihr diverse Emulatoren wie EPSXe oder GBA-Emulator, SNES-Emulator. Das Teil hat mehr drauf als ein SNES Mini eigentlich, wenn man die ganzen Emulatoren drauf prügelt und installiert und damit rumspielt. Ihr habt ja 32 GB RAM, viel Platz also, um eure gesamte Spielekollektion von SNES, NES, Amiga, was auch immer, sogar N64 und PlayStation drauf zu prügeln, wenn ihr die Teile natürlich legal besitzt. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Filme wiedergeben, astrein, Netflix vorinstalliert, Netflix 4K. In HDR funktioniert flüssig, ohne Ruckler, schnell durchskippen, super geil. Ich hocke eigentlich sehr gerne in meinem Heimkino, weil das Teil schnalle ich dann oben auf dem Beamer drauf und mehr brauche ich nicht. Der Beamer kannst du sogar mit Strom versorgen, da ein Adapter dabei ist für USB zu 5 Volt.
Wenn ich einen Controller will, haue ich einen Dongle ran, wireless, und zocke dann einfach mal eine Runde nebenbei. Und es kann auch noch mehr Aufgaben übernehmen, ob es jetzt Torrent-Downloads sind, ob es jetzt kleinere Batch-Programme, alles, was auf Android basiert, funktioniert. Und da ist ja mittlerweile die Liste fast endlos. Und wenn ihr jetzt noch einen Wi-Fi-File-Transfer habt, dann braucht ihr eigentlich das Ding irgendwo in die Ecke tun, verstauen, nie wieder anfassen und gut ist. 4K 60 FPS und HDR in der Android-TV-Box unter 200 Euro? Finde ich geil. Es wird nicht warm, es verbraucht echt nicht viel Strom. 5 Volt bei 1,5, manchmal 1,8 Ampere. Ich habe das Messgerät dran gehalten. Von der Firma Micool. Das Gerät M8S Pro L ist gar nicht so scheiße, wie ich gedacht hatte. Nicht so wie dieser Nest Mini-Nachbau oder die X-Game-Spiele-Konsole, die echt Mist war. So, ich habe mir mal erlaubt, die Box an meinen Fernseher zu stecken, hier, an den hier. Einfach mal, dass ihr seht, wie das ist. Ich tue mal ein bisschen die Lautstärke hoch. Wir haben ein paar Apps installiert. Seht ihr, ist super snappy. Was haben wir gerade? Alman, ja, schon mal kurz. Ladezeiten, das jetzt über WLAN übrigens. Zack, haben wir volle Kanne. Wir haben Movie Player, AppToy TV, Network Browser. So viele Apps habe ich jetzt gar nicht drauf. Und natürlich Steam Link. Und da das Ganze über Wi-Fi funktioniert, ist es so portable. Dann klicke ich hier einfach drauf, klicke auf Spielen, zack, und schon bin ich dabei. Hier, an der Rechner schon drauf. Desktop Mirroring habe ich jetzt im Moment angemacht. Funktioniert klasse. Diese Box ist ziemlich günstig für das, was sie eigentlich leisten kann und für den Stromverbrauch, den sie mit sich bringt. Man kann sogar noch einen USB-Hub ranprügeln und mehr Geräte. Multiplayer, N64, Retro-Titel oder was auch immer. Habt viel Spaß damit. Wir hatten es auf jeden Fall, oder beziehungsweise wir haben auf jeden Fall viel Spaß damit, weil das jetzt quasi unser Heimkino ersetzt, beziehungsweise unser Heimkino bildet. Und das basiert alles auf dieser kleinen Box, wo die Technik heutzutage hingeht. Man glaubt es kaum. Ohne viel Humor diesmal, aber mit viel Input. Und das war's.